Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, vielleicht könnt ihr es hören, es ist aktuell sehr windig. Das sind die Herbststürme. Und was gehört dazu, wenn es im Herbst windig ist? Kastanien, die vom Baum herunterfallen. Ich habe mal ein paar aufgesammelt und werde daraus jetzt einen Kastanienbaum ziehen und euch zeigen, wie man dabei Schritt für Schritt vorgeht. So, das Erste, was Kastanien brauchen, damit sie keimen, das ist ein gewisser Kältereiz. Man kann jetzt natürlich warten, dass die Natur das erledigt und dann im Frühjahr, im März gekeimte Kastanien aufsammeln. Aber man hat eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die Kastanien keimen, wenn man das selbst unter gleichbleibenden Bedingungen macht. Und da kann man sich den Kühlschrank zunutze machen. Ihr nehmt hier einfach ein Sand-Erde-Gemisch, füllt das in einen Plastikbeutel hinein, gebt die Kastanien rein, macht das Ganze zu und gebt das Ganze jetzt in den Kühlschrank rein und ja, wartet einfach, bis das keimt. So 6 bis 8 Wochen ungefähr sollte das Ganze dauern. So, es keimen natürlich nicht alle Kastanien zur gleichen Zeit. Kontrolliert das mal. Diese hat jetzt hier circa 6 Wochen gedauert und ja, ist ja ausgetrieben. Die anderen noch nicht. Das heißt, ja, wir können mit der hier erstmal weitermachen und ich zeige euch jetzt, wie ihr weiter vorgeht und die einpflanzt. So, um die gekeimte Kastanie jetzt einzupflanzen, habe ich hier ein Pflanzengefäß gewählt. Ganz einfach, hier kann ich das besser kontrollieren, als wenn ich das draußen anpflanze, weil der Standort sollte halbschattig bis sonnig sein. Es sollte ein warmer Standort sein. Und da bin ich einfach hier mit so einem kleinen Topf erstmal flexibler. Wichtig ist, dass es ein etwas größerer Topf ist, damit sich auch eine lange Wurzel bilden kann. Kastanien haben nämlich Pfahlwurzeln. Ja, und dann pflanze ich ungefähr 2 cm tief die Kastanie ein. Gieße das erstmal gut an mit kalkfreiem Wasser. Ganz wichtig, Staunässe mögen die nämlich nicht, deshalb muss das Wasser auch unten ablaufen. Jetzt achte ich darauf, dass die Erde stetig feucht ist. Und ja, dann sollte sich demnächst ein kleiner Baum hier bei mir bilden. Und wenn der dann kräftig genug ist, kann der ausgepflanzt werden. So, meine beiden Kastanienbäume sind jetzt hier ein ganzes Stück gewachsen, nachdem sie ausgetrieben waren. Ich hatte sie ja vom Kühlschrank hier rein gepflanzt. Das hat dann ungefähr nochmal 3 Monate gedauert, bis sie diese Größe hier erreicht haben. Je nach Temperaturen und Wetterbedingungen kann das schneller oder eben langsamer gehen. Ja, ich werde die Bäume jetzt auspflanzen, windgeschützt, noch ein bisschen stützen, weil sie sind noch recht weich, aber sind durchaus in der Lage, dass sie ausgepflanzt werden können. Ich werde das nicht bei mir auf dem Grundstück machen, ganz einfach, weil so ein Baum macht viel Arbeit, der verliert im Herbst das ganze Laub und auch die Kastanien und das muss man dann alles wegräumen. Darauf habe ich keine Lust, aber ich habe jemanden gefunden, der den Baum gerne haben möchte oder die Bäume und der wird sie bekommen. Ja, ich werde das Loch einfach entsprechend dem Umfang doppelt so groß machen, wie der Wurzelballen ist und dann reicht das, dann wie gesagt stützen, windgeschützt, gut ist, gut angießen. Das Ganze im Frühjahr, dann ja, läuft das. Ja, mehr gibt es eigentlich auch zu dem Video nicht zu sagen, beziehungsweise zum Kastanienbaum. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kastanienbaum ziehen, wenn ihr das vorhabt. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich auch gerne kostenfrei abonnieren, dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sag bis dann, euer MacPaverick.